Liebe Fans, da sind wir endlich wieder mit einer neuen Ausgabe von Spielfeld, das TSG-TV-Magazin. Freue mich, dass ihr dabei seid. Begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Tunnel, durch den die Spieler immer ins Stadion kommen und an den Wänden quasi zur Motivation Jubelbilder. Hier zum Beispiel Olli Baumann, der natürlich gerne nach jedem Spiel seine Faust in den Himmel recken möchte. Kurzum, einmalig. Und das trifft übrigens auch auf unseren heutigen Gast zu. Sie ist ein echter Star, mehrfache Europameisterin, Weltmeisterin und Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen. Außerdem hat sie eine enge Verbindung zur TSG. Vorher verrate ich euch aber noch, was wir sonst noch vorhaben. Neuer Nationalspieler Nico Schulz steht uns Rede und Antwort. Wir stellen euch die neuen Fanbeauftragten vor und Neuzugang Kasim Adams verrät uns ganz Persönliches in TSG Intim. Und da wartet auch schon unser heutiger Stargast Franziska von Almsig. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Ja, gerne. Gerade als du reingekommen bist ins Stadion, ich habe das sofort gemerkt, du brennst für diesen Club. Wie würdest du deine Beziehung zur TSG beschreiben? Ja, ein enges Verhältnis, also seit 10 Jahren. Nicht ganz das längste Verhältnis, das habe ich tatsächlich mit meinem Mann, mit dem ich zusammen ja, auch 2 Kinder habe. Aber ansonsten das längste Verhältnis, was ich je hatte. 10 Jahre bin ich jetzt Mitglied bei der TSG. Viele Leute fragen mich immer, warum bist du nicht Fan, als gebürtige Berlinerin natürlich von der Hertha. Und da muss ich sagen, ich hatte nie Zeit, zu aktiver Zeit ins Stadion zu gehen. Und da war die Identifikation eigentlich nie gegeben. Ich bin 2005 ins beschauliche Heidelberg gezogen. Und habe dann miterlebt, die Euphorie um Dietmar Hopp, der Aufstieg der TSG aus der 2. Bundesliga in die 1. Bin direkt Mitglied geworden. Jetzt bin ich stolzer Besitzer einer Ehrennadel, die, also ich kann das auch hinterlegen, dass ich seit 10 Jahren dabei bin und ich möchte nicht einen Tag missen. Wir hatten bisher alles dabei. Wir haben um den Abstieg gekämpft. Und jetzt spielen wir in der Champions League. Also es ist einfach spannend. Das ist schon schön, wenn es da was gibt, wo man mitfiebern kann und natürlich dementsprechend auch dem Sport immer wieder so ein Stück näher kommt. Du warst auch hier im Stadion gegen Man City, erste Champions League-Saison für den Club. Wie beurteilst du die sportliche Leistung insgesamt bisher? Ich habe so das Gefühl, dass wir einfach schwer reinkommen. Ich glaube, das ist auch schwierig. Wir hatten, die letzte Saison war natürlich super, also mit Platz 3 und dann Quali für die Champions League war natürlich eine große Euphorie da. Das hat uns alle mitgenommen. Dann endlich ist es soweit. Champions League wird gespielt und Manchester City ist da. Es war ein tolles Spiel. Also man hat aber schon gesehen, dass das Champions League ist und dass das nicht die Bundesliga ist. Und ich für meinen Teil habe jede Minute genossen. Nach der 1. Minute war es ja schon sensationell, das Spiel. Das lief ja in die richtige Richtung. Dann gab es ja relativ schnell den Ausgleich. Natürlich lange mitgefiebert, dass das wenigstens hält. Das hat am Ende nicht geklappt. Das war ein bisschen schade. Aber ansonsten, ich fand den Einstieg, das ist Champions League. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist echt Königsklasse. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Bevor wir anfangen rumzumaulen und zu sagen, oh, jetzt hat das wieder nicht geklappt, sondern das ist halt echt ganz oben und im Zweifel sind wir einfach noch nicht bereit dafür, aber die Zeit wird kommen, da bin ich echt von überzeugt. Einer, der zuletzt auch seinen Weg gegangen ist, das ist Nico Schulz, er ist jetzt neuer Nationalspieler und wird uns gleich Rede und Antwort stehen, aber vorher hatte noch eine Frage für dich, liebe Franzi, fast ein bisschen gemein, wir hören mal rein. Hallo Franzi, meine erste Frage ist, ich habe gehört, du bist TSG-Fan, dann möchte ich natürlich gerne wissen, wer denn dein Lieblingsspieler bei uns ist. Oh. Na? Oh, das ist ja immer da. Bei sowas halte ich mich immer zurück. Das nächste Mal, wenn mir ein anderer Spieler über den Weg läuft, dann sind die im Zweifel irgendwie sauer, dass ich sie nicht genannt habe. Ich glaube, am Ende des Tages, die TSG besticht für mich immer aus diesem Mannschaftsgefüge. Das ist einfach ein Mannschaftszusammenhalt und eine coole Mannschaft und die agieren zusammen toll und die sind spielen zusammen einen Fußball, wo es halt einfach Unterschiede gibt, auch zu anderen Vereinen, die wirklich ihre einzelnen Protagonisten haben und wo alles über diese Protagonisten läuft. Und ich glaube, wenn ich mich für jemanden entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich für den Trainer entscheiden. Der ist jung, gut aussehend, zudem erfolgreich. Also ich glaube, den Trainer dazu nennen, da ist man vielleicht nicht falsch beraten an der Stelle. Ich glaube ja, Nico Schulz hat gehofft, du würdest seinen Namen nennen, aber das könnt ihr dann beim nächsten Mal untereinander. Das könnte ich beim nächsten Mal machen. Ich glaube ja, Nico Schulz, um seinen Namen zu nennen, ich glaube, der ist 1,80 oder so, ne? Der ist so, der ist
Ticken kleiner als ich, aber sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Und hier kommen jetzt die Fragen, die wir ihm gestellt haben und natürlich auch seine Antworten. Nico Schulz hat ein Traumjahr hinter sich, samt Länderspieldebüt mit Tor in Sinsheim. Klar, wenn man dann im eigenen Stadion spielt, ist es immer was Besonderes. Ich habe die Trikots behalten von den Spielen, die habe ich dann von mir hier geschenkt. Ja, das Tor war, muss man dann auch ehrlich sagen, so mehr oder weniger Glück. Mehr Glück wie können, glaube ich. Von daher weiß ich auch, das ganz gut einzuschätzen. Nico, wer hätten vor seinem Wechsel zur TSG noch viele gefragt? Mittlerweile ist Schulz einer der Hoffnungsträger des krisenbeladenen deutschen Fußballs. Alles, was ich mir dann vorgenommen habe mit dem Wechsel, ist dann so auch eingetreten. Ja, aber mir ist auch bewusst, ich muss da dranbleiben, weitermachen, weil geschenkt bekommen man ja trotzdem nichts. Von wegen Linksverteidiger. Nico ist auf seiner Außenbahn Stratege, Gestalter und gelebte Torgefahr. Ganz anders als bei Hertha oder der Borussia. Ja, ich hatte zwei schwere Jahre in Gladbach mit der Verletzung und dann wurde nicht so auf mich gesetzt. Und dann ist es, glaube ich, für niemanden einfach. Sowieso, dass das Vertrauen, was man vom Verein oder vom Trainer bekommt, das Wichtigste ist. Das bekomme ich hier und ich glaube, das wirkt sich dann am Ende des Tages auch auf meine Leistung aus. Rein taktisch verteidigt Schulz höher als je zuvor in seiner Karriere. Es gibt aber viel tiefere Gründe für das Hoch Nico. Es ist ein sehr familiärer Club, ein sehr hochprofessionell, sehr modern, aber alles sehr trotzdem so auf dem Boden geblieben, wo jeder mit jedem gut kann, wo jeder sich mit jedem gut versteht, wo jeden Tag gute Stimmung herrscht. Julian Nagelsmann, so Schulz, habe ihm ganz neue Sichtweisen des Fußballs eröffnet. Er habe Freiräume und komme in Abschlusspositionen wie noch nie in seiner Karriere. Er hat mich auf jeden Fall besser gemacht. Er ist ein sehr, sehr guter Trainer, der viel auf Kleinigkeiten Wert legt, aber auch Spieler zu Leistung treibt, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es unterbewusst oder ob er es bewusst macht, so gerade im Training, auch immer wieder einen anschiebt. Und ja, ich glaube, mannschaftstaktisch ist er wahrscheinlich der Beste, den ich je hatte. Die Erfolge der Vorsaison und die Berufung in die Nationalmannschaft gilt es jetzt zu bestätigen, mit euch Fans im Rücken. Es ist eine kleine, junge, aber trotzdem, glaube ich, leidenschaftliche Fanbase. Also es gibt, ich glaube, der kleine Kern ist überall mit dabei, egal ob wir in Donetsk spielen, in Freiburg oder in Berlin. So TSG begeistert dann doch die ganze Gegend hier. Angekommen in Hoffenheim. Na, passenderweise endet der Beitrag mit dem Element Wasser. Das habt ihr also schon mal gemeint. Da kennst du dich ja auch bestens aus. Und ihr kommt beide aus Berlin. Jetzt lebst du hier. Hier ist alles etwas kleiner, etwas idyllischer. Der Dialekt ist anders, würde ich mal sagen. Wie erlebst du Land und Leute? Wahnsinnig herzlich. Also fragen mich auch ganz viele Leute, wie kann man eigentlich aus Berlin wegziehen nach Heidelberg? Aber da muss ich sagen, das klappt alles wunderbar. Heidelberg ist tatsächlich, das ist meine Heimat geworden. Ich gehe wahnsinnig gerne nach Berlin zurück. Da komme ich her, da bin ich geboren, keine Frage. Ich liebe die als Großstadt Berlin, aber hier bin ich zu Hause und ich mag die Menschen. Die sind sehr weinselig und sehr, es ist ein anderes Miteinander. Es ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter. Und außerdem gibt es hier mittlerweile einen tollen Fußballverein und deswegen schon aus dem Grund kann ich gar nicht mehr nach Berlin zurück. Ich gerade sagen, jetzt kannst du nicht mehr weg und weinselig gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Aber die nächste Frage von Nico Schulz, die dreht sich nochmal um Berlin. Wir sind ja beide Berliner. Jetzt meine Frage, was gefällt dir denn in Berlin am meisten oder was vermisst du in Berlin am meisten und was gefällt dir hier in Heidelberg am meisten? Was vermisse ich an Berlin? Ganz eindeutig das Wuling und die viele Action. Und in Berlin kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit alles machen, was man möchte. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass ich lebe mittlerweile seit 13 Jahren hier, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich bin im Urlaub. Also die Gegend, das ist so ländlich. Ich fahre mit meinem Auto und ich fahre tatsächlich irgendwie auch an Kühen vorbei und ich fahre über Wiesen und es ist eine ländliche Gegend. Wir haben eine Altstadt, wir haben ein Schloss in Heidelberg. Wir haben Weinberge in der Umgebung von Heidelberg. Also ich
fühle mich wahnsinnig wohl. Richtig heimisch geworden. Und ganz es genau. soll ja Leute geben, die in Berlin groß geworden sind und tatsächlich noch nie eine Kuh gesehen haben, habe ich mal gehört. Warst du schon mal so nah hier unten am Platz? Also ich tatsächlich genau in der Ecke war ich. Erst vor kurzem beim Länderspiel Deutschland-Peru, was ja in unserem schönen Wohnzimmer hier in Sinsheim irgendwie stattfand, was ich sehr genossen habe. Ansonsten, ich finde es super. Also wir müssen nicht viel reden, also damit der Film nicht unsäglich lang wird, aber wir können gerne länger sitzen bleiben. Ich finde die Atmosphäre mega. Ich finde unser Stadion wahnsinnig gelungen. Es ist schön, mal hier unten so zu sitzen und das mal so von hier alles so zu sehen. Wir bleiben einfach sitzen, bis das nächste Spiel angepfiffen wird. Würde ich auch vorschlagen. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du dann da oben auf der Tribüne sitzt? Was bist du so für ein Fan? Wirst du da sehr laut, springst auf oder bist du so ein bisschen auch Profisportler und weißt, okay, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist, alles ist noch möglich bis zum Schluss? Ich habe einen selbstgemachten Schal, also der Fanschal hat es jetzt noch nicht geschafft. Nicht selbst gestrickt, aber selbst designt mit TSG und hoffe drauf. Das passt einfach, das sieht einfach gut aus. Ich will noch ein bisschen im Fashion-Style irgendwie bleiben. Ich schlafe noch nicht in Hoffenheim Bettwäsche. Meine Kinder haben das mal gemacht, die Zeiten sind aber auch vorbei. Wenn es geht, bin ich bei jedem Heimspiel dabei. Es gab auch schon Auswärtsspiele, bei denen ich war. Ich würde jetzt sagen, ich bin ein Fan. Was ich nicht mag, ist, wenn irgendjemand sagt, ich bin ein Edelfan, weil ich bin kein Edelfan und ich bin auch nicht ein Star-Fan oder irgendwas. Ich bin einfach Fan wie jeder andere und ich stehe für meinen Verein. Ich sage laut, für wen ich bin. Ich stehe einfach zur TSG. Übrigens, die Fangemeinde, die wächst immer mehr und ihr Fans habt natürlich Interessen, Fragen und Anliegen. Und an wen ihr euch wenden könnt, das zeigen wir euch jetzt. Die Fans erheben die Stimme und ihre Interessen haben auch eine. Mehrere sogar. Mein Name ist Carsten und ich bin einer der Fanbeauftragten unserer TSG. Hallo, ich bin Victoria. Hi, mein Name ist Lukas, ich bin Fanbeauftragter bei der TSG Hoffenheim. Ich kenne die TSG schon seit über 10 Jahren. Das ist ein ganz großes Los für mich und ein Traumjob, dass ich das jetzt hier machen kann, weil ich mein großes Hobby Fußball mit dem Beruf verbinden kann. Lukas Zülch, Victoria Keller und Carsten Lindwurm sind das neue Team Fanbetreuung. Wir sind eine sehr junge Fanszene, die noch im Wachsen ist. Aber wir haben eigentlich vom Kind bis zum Rentner und auch viele Fans mit Handicap sind es eigentlich alles dabei. Und wir stehen eigentlich für eine sehr bunte, gemischte Fanszene. Und so sollte es eigentlich auch im Fußball sein. Bei jedem Spiel sind die drei mitten im Geschehen. Ansprechpartner, Initiatoren und zur Not auch Mediatoren. Von Montag bis Freitag ist ganz klar Büroarbeit. Da werden Anfragen beantwortet. Die Fanutensilien fürs Auswärtsspiel oder Heimspiel werden gecheckt. Es werden diverse Fanclub-Sitzungen vorbereitet. Bei Heim- oder Auswärtsspielen sind wir auch dabei. Da betreuen wir natürlich bei Heimspielen alle Kurven, insbesondere die Südkurve, da die uns am Herzen liegt und da einfach die aktive Fanszene vorhanden ist. Zum Team gehören auch noch Fanbetreuer für Anhänger mit Handicap oder für die U23. Ganz wichtig, die Fanbetreuer sind immer mittendrin, dort wo das Herz der TSG schlägt. Na, besonders Spaß macht, dass man mit unterschiedlichsten Leuten zu tun hat, das heißt sowohl mit Jüngeren, mit Älteren, dass man ständig neue Situationen erlebt. Das heißt, wir sind ja sowohl bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen dabei, sind da viel in Kontakt, können uns versuchen, um die Sorgen der Fans zu kümmern und da auch was für die Leute zu bewegen, dass wir vielleicht noch fanfreundlicher werden. Das Fan in der Berufsbezeichnung wird mindestens so groß geschrieben wie der Betreuer. Mit der Mannschaft leben und leiden, das darf das Team um Carsten Lindwurm ausdrücklich. Ja, absolute Gänsehautmomente sind die Spiele, wo es natürlich um besonders viel geht. Das heißt, die Champions League, die wir jetzt hatten, wenn man da die Hymne hört, ist was ganz Besonderes. Der Support war atemberaubend, das ganze Stadion hat mitgemacht und das geht natürlich dann schon auch unter die Haut, wenn man sieht, dass die ganze Süd feiert, aber aufgrund dessen sich auch das gesamte Stadion erhebt und die Mannschaft feiert, das ist absolut special. Fußball gehört den Fans. Also liebe Fans, zögert nicht, euch an eure Fanbeauftragten zu wenden, mit welchem Anliegen auch immer. Franzi, du bist jetzt auch quasi Fulltime-Job-Fan, das haben wir heute gelernt. Du bist natürlich auch noch Mutter. Ja, 2 Söhne. Genau. Werden die eher Schwimmer oder Fußballer? Die TSG hat ja auch eine sehr gute Akademie. Ja, also mein großer Sohn war natürlich, ich kann hier nicht sitzen und groß von der TSG schwärmen, war natürlich auch in dieser Akademie. Es stellte sich dann aber raus, dass er doch eher musikalisch ist. Also aus meinem Großen,
das wird wohl nichts mehr mit der großen Fußballkarriere, aber dafür habe ich zwei Söhne. Der Kleine ist noch nicht in dem Alter, wo ich sagen könnte, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Mal abwarten. Also es wäre natürlich super. Ich sehe mich förmlich hier auf der Tribüne sitzen und mein Sohn marschiert hier über den Rasen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber warten wir mal ab, was in den nächsten Jahren passiert. Also so wie ich dich heute erlebt habe, würde ich sagen, du bist prädestiniert dafür, Spielermutter zu sein, oben auf der Tribüne. Schauen wir mal. Aber Profisportler zu sein, bringt ja auch Druck mit sich. Und darauf bezieht sich die letzte Frage, die Nico Schulz heute an dich hat. Wir hören mal rein. Meine nächste Frage wäre, wie es für dich war in so jungen Jahren, ich glaube, du warst 16, den ganzen Druck auch mit der Öffentlichkeit auszuhalten. Das ist eine ganz spannende Frage, die mir natürlich aber auch sehr oft gestellt wurde in der Vergangenheit. Ich glaube, in den jungen Jahren habe ich das gar nicht gemerkt. Als ich älter geworden bin, so 18, 20, wenn man dann so anfängt, darüber nachzudenken, was bringt das Leben, was will man eigentlich machen im Leben, wie wird man eigentlich von außen wahrgenommen, da muss ich sagen, da gab es schon eine Zeit, die echt schwer war, weil alles nur noch ums Siegen ging. Und ich glaube, da muss man einen guten Weg finden, um sich da so ein bisschen abzukapseln und um das eine vom anderen zu trennen. Also festzustellen, dass man auch geliebt wird und gemocht wird und dass man Freunde hat, auch wenn man mal nicht gewinnt, ist echt wichtig und war für mich so ein ganz wichtiger Schritt, irgendwie das festzustellen und zu sagen, ich bin was wert, auch ohne Sieg. Somit habe ich mich so ein bisschen eigentlich wieder erholt und so ein bisschen aus einer sportlichen Krise, die auch ich hatte, wieder rausgeholt. Und ich glaube, das ist am Ende wichtig. Also auch heute, wenn ich die TSG verfolge, verlieren kann man, ist immer eine Frage, wie man verliert. Und da muss man am Ende die Arschbacken zusammenkneifen und muss sich wieder ranrobben und muss einfach wieder sich rankämpfen und muss alles geben. Und ich glaube, das ist wichtig im Leben. Und das ist so eine ganz große Lehre. Ich glaube, dass man nie ganz oben ankommen kann, wenn man nicht Niederlagen kassiert und wenn man nicht Druck verspürt und wenn Momente und Situationen nicht schwierig sind. Ich glaube, dass man das da nicht schafft. Also drücken wir die Daumen und weil wir hier für die TSG sind, also mir sieht man es ja heute an, glaube ich, das ist wichtig, was gerade passiert. Wir sind auf keinem schönen Platz im Moment in der Tabelle, aber wir haben den DFB-Pokal vor uns und wir sind noch in der Champions League und dafür drücke ich ganz, ganz fest die Daumen. Man lernt ja auch aus schlechten Zeiten und manchmal macht einen das ja auch stärker. Kommen wir mal zum Element Wasser, da kennst du dich ja bestens aus. Steigst du ab und zu noch ins Becken? Also wenn es sein muss, dann ja. Aber freiwillig nicht mehr ganz so oft. Nee, morgens keine Runden mehr ziehen um 6 Uhr. Okay. Aber das Element Wasser kann übrigens auch Fußballern helfen, bei der Reha zum Beispiel. Neuzugang Kasim Adams quält sich gerade richtig im Schwimmbecken. Das sehen wir hier. Hat ein bisschen was von Aerobic mit Poolnudel, aber dadurch wird er wieder fit. Zog sich ja im ersten Heimspiel gegen Freiburg eine Außenbandruptur am rechten Knöchel zu, ist jetzt aber wieder ins Training eingestiegen. Rehabilitation im Wasser oder Bewegung im Wasser ist wahnsinnig wichtig. All die Bewegungen, die man im Zweifel durch Verletzungen an Land nicht machen kann, kann man aber unter ganz anderen Druckverhältnissen und mit weniger Widerstand oder mit mehr Widerstand, mit weniger Körpergewicht im Wasser machen. Deswegen finde ich das eine super Idee, in der Rehabilitation nach Verletzung da ins Wasser zu gehen und sich da zu quälen. Das macht es schon mal leichter als an Land. Also ich kann das nur befürworten. Und da wir ihn ja leider nicht auf dem Platz sehen können, wollen wir wenigstens etwas Intimes von ihm erfahren, nämlich in TSG Intim. Mal gucken, was er so verrät. Ich tanze und mache gerne Musik bei uns in der Kabine. Mein erstes Auto war ein Jaguar, den ich bei einem Freund gesehen habe. Den wollte ich unbedingt. In Schwarz. I just love the way they model the car in black. Ich mag Musik aus meiner Heimat Ghana. Stoneboy ist mein Lieblingssänger. I would say Stoneboy is a Ghanaian who is playing dancehall and reggae. I love the way he played the music.
Mein Vater sagte, ich solle nicht Fußball spielen und mich auf die Schule konzentrieren. Dann haben die mich halt in der Schule fürs Nachwuchsteam von Ghana entdeckt und dort wurde ich von Mallorca gescoutet. A club saw me and then they said, no, this guy is good. I played in the youth team of Ghana. I came to Mallorca, young boys, and then now I'm here in my home. Natürlich Afrika. Ich war zuletzt in Kenia im Urlaub und liebe Tiere und Safari. I love animals also and then I go to places where like quiet places and everything and then I spend time there. Ich habe studiert, aber nach meiner Karriere will ich Trainer werden. I still think of football. Thiago Silva mit seiner unglaublichen Mentalität ist mein Held. I want to be like Thiago Silva. Interessante Dinge, die er da über sich verraten hat. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Und wir wissen jetzt auch, wer sein Hero ist. Wer war denn dein Hero? Ach Gott, da gab es mehrere. Also in meiner Zeit, vor einigen Jahren, gab es ja große Namen. Graf, Becker, Schumacher. Also wir hatten viele Spitzenleute da, das war schon wichtig, Vorbilder zu haben. Deswegen finde ich das toll, dass es auch da Heroes gibt. Aber ich drücke ihm in erster Linie mal die Daumen, dass es jetzt wieder vorwärts geht nach der Verletzung und dass er jetzt der TSG wieder behilflich wird, dass wir in der Tabelle ein bisschen nach oben klettern. Absolut, vielleicht kannst du ihn bei deinem nächsten Stadionbesuch ja schon auf dem Platz bilden. Das mache ich. Vielen Dank für deinen Besuch, es war uns eine Dankeschön. Ehre. Alles Gute und bleib so fanatisch, kann man ja fast schon sagen, wie du bist. Danke. Dankeschön. Das war die letzte Klappe für heute. Ich verabschiede mich von euch und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss. Komm, wir gehen.